Fabian Reite von Germania Halberstadt sitzt nach Spielende nachdenklich auf der Bank, bekommt moralische Unterstützung von Loks Tom Nattermann. Reite rückt zuvor in der 81. Minute in den Mittelpunkt, Halberstadt gegen Lok Leipzig. Es steht 1:1, Halberstadt im Angriff. Reite geht im Zweikampf mit Berger zu Boden und es gibt den Elfmeter von Schiedsrichter Florian Lechner. Aber war es einer? Es folgt der Fairplay-Moment dieser Saison. Ja, ich schreie Hacke zu Tim, er macht die Hacke. Ich habe gehofft, dass von ihm das Bein hinten rauskommt. Bin ich auch offen und ehrlich, such den Kontakt, krieg keinen Kontakt. Und ja, da der Schiri mich dann gefragt hat und selber zu mir gesagt hat, der Linienrichter meinte auch schon, Schwalbe. Ja, was soll ich denn machen, wenn es halt kein Elfmeter ist und es ist eine Schwalbe? Und dann bin ich auch so offen und ehrlich und gebe das auch zu. Reite zeigt ganz viel Größe. Sein Team hätte durch einen Elfmeter die Chance auf die 3:2 Führung gehabt. Also ich muss sagen, von mir größten Respekt. Daran merkt man, dass das halt das Fairplay halt auch hoch steht. Ich weiß nicht, ob irgendein anderer in der Situation im Abstiegskampf so reagiert hätte. Dadurch ist mein Respekt noch größer an Fabi. Und ja, im Endeffekt war ich mir auch sicher, ich treffe ihn halt nicht. Der Schiedsrichter pfeift und wie gesagt, meinen größten Respekt. Am Ende verliert Halberstadt sogar noch in der Nachspielzeit und damit auch wichtige Punkte im Abstiegskampf. Ganz einfach. Fabi hat ein gutes Spiel gemacht heute. Ist ein guter Junge. Wenn er die Entscheidung getroffen hat, dass es Fair Play ist, dann ist er Fair Play. Und wenn wir über Fair Play reden, dann ist es immer wichtig, dass man es in allen Situationen so sieht. Und anscheinend hat er es gemacht. Und jetzt schauen wir dann, dass wir in den nächsten Wochen die Punkte holen. Und dann können wir hoffentlich am Ende der Saison darüber schmunzeln und das als Saisonanekdote mitnehmen. Fabian Reite trotzdem gedanklich hin und her gerissen. War es aufgrund der Niederlage die richtige Entscheidung? Im Sinne des Sports auf jeden Fall großen Respekt für diese Aktion.